So. Dann wollen wir mal ein bisschen territoriales Vergehen begehen. Okay. Was jetzt da? Gibt auch da unten. Ist der jetzt da? Immer langsam, Mädchen. Erkennst du deinen alten Meister nicht? Ich sehe euch am Tempel der Stürme. Sieht so aus, als müsste ich sie wieder einarbeiten. Mach das, Torim. So. Ulduar verloren. Meine Geliebte tot. Was bleibt mir noch? Eine gute Armbrust vom Aussehen her. Es freut mich, dass meine alte Freundin zurück ist. Es scheint fast so, als würde sie sich das Blatt langsam wenden. Das habe ich euch alleine zu verdanken, mein kleiner Freund. Eine Aufgabe bleibt noch, bevor mein Heim, der an der Terrasse des Schöpfers zurückkommen kann. Coldmere muss gefunden werden. An diesen schrecklichen Tag warf ich ihn mit all meiner Macht und voller Zorn auf die Erde, worauf es eine gewaltige Explosion kam. All die Jahre dachte ich hätte ihn verloren, aber nun muss ich Gewissheit haben. Kehrt zu König Jokorn zurück und findet heraus, ob er was mein Tamas weiß. Lasst euch vom Blitz leiten. Ja. Wir gehen von hier, fliegen nach da und fragen ihn dann. Wenn es nämlich ein bisschen leid, diesen Weg die ganze Zeit zu wiederholen. Ah ja. Ah ne, komm. Ich bin ganz Ohr. Seid auf der Hut. Ich muss mal was zum Trinken nehmen. Trink Wasser, Leute. Also damit auch Leute sehen können.
Naja, wir sind ja gleich da. Entschuldigung, ich musste kurz was gucken. So. Danke fürs, König Jürgen, wenn ihr gestattet, dürfte ich fragen, was aus Kultmir geworden ist, Krulmir. Nun gut, kleines Wesen. Zwar gab es für euch noch eine Menge zu tun, um unser Verhältnis zu haben, wieder zu normalisieren, aber ich habe ein Geheimnis, das ich mit euch teilen bereit bin. Redet weiter mit mir, wenn ihr bereit seid, was ihr sucht zu sehen. Bin bereit, das Schicksal von Kultmir zu erfahren. Oh Gott. Haltet euch gut fest, kleines Mädchen. Was zum. Ich wurde einfach gekidnappt, oder? Ich reite definitiv Jokun. Oh. Ja, sowas habe ich erwartet. Thorium zeigt euch. Die Nomeltaten Orisina stehen im Gegensatz zu seinem Wuchs Sturmherr. Seine Anstrengungen haben es bewirkt, dass die Herzen meines Volkes ein wenig weicher geworden sind. Jokum, Agrims Sohn. Ich bitte, ich habe meine Taten noch hier immer bereut. In meiner Trauer habe ich großen Schaden über jene gebracht, die mir am nächsten standen. Ich bitte euch für die Leiden, die ich für euch und eurem Volk zugefügt habe, um Vergebung. Nie hat man den mächtigsten Thorium derartig bescheidene Worte gehört. Ich würde diese Nachricht nach Thorium vortragen. Die Geschehnisse dieses schwarzen Tales sind hiermit von meinem Volke vergeben. Sie sollen nie wieder erwähnt werden. Um unsere erneute Freundschaft ein wenig Nachdruck zu verleihen, habe ich hier etwas für euch. Als die riesige Explosion ging, erfüllt, wirkte mein Vater eine Rune auf den großen Hammer, dass er unseren Feinden nicht in die Hände fiel. Dies war seine letzte Tat. Komm mir, ich danke euch, Jokum. Ich hätte nicht mehr auf die seine Existenz aufgewagt. Er wird schon bald wieder glorreiche Schlachten sehen. Wir freuen uns über die Gelegenheit, an eurer Seite zu kämpfen, mächtiger Thorim. Ich muss nach Don Niflheim zurückkehren. Wir werden bald wieder sprechen. Okay, cool. Und ich muss nicht mal zu ihm reiten. Ich bin Thorin, der Herr des Donners. Ich bin euch wirklich sehr dankbar, Jäger. Ihr habt mir ehrenvoll gedient. Bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit. Hütet euch vor der Rückkehr des Pantheons. Warum? Es ist Zeit, dass ich bin bereit, mich Lücken zu stellen. Begeben wir uns zur Terrasse der Schöpfer, wo wir auf die Truppen meines Bruders treffen werden. Der Narr wird noch bereuen, sich hier mit mir angelegt zu haben. Selbstgefälligkeit führt zum Untergang, Abenteurer. Dann wollen wir mal zur Terrasse der Schöpfer. Eine Sache will ich noch vorher gucken. Auf zur Terrasse des Schöpfers.
Drei von der Knechtschaft durch den Lichtkönig haben sich seine einzigen Todesritter unter dem Banner von Hochlord Darion Morgaine gegen ihn gesandt. Ah ja. Da müssen wir hin. Was bringt euch zum Tempel der Stürme? Nichts, weil wir nicht da sind. Wir sind da, Hedor. Heute werden die Truppen mehr meines Bruders erfahren, wie es ist zu verlieren. Lass die Nachricht nicht vergebens gewesen. Jahrelang vernachlässigte ich meine Pflichten. Er ging mich in Pein und Selbstmitleid. Und nicht so die tapfersten Irrten. Ihr Eid, diesen Grund und Boden unter Einsatz ihres Lebens zu schützen, bleibt ungebrochen. Selbst jetzt kämpfen sie die Verdammnis des Eisens selbstlos und warten auf den Augenblick, an dem sich das Blatt wendet. Dieser Augenblick ist gekommen. Wir müssen unsere Kräfte aller verbleibenden irgendeinen Verteidiger bündeln und sie zu einem glorreichen Sieg führen. Lass das Horn am Sturmgipfel ertönen, um sie ihrer Seite, an eure Seite zu rufen und die Terrasse der Schöpfer zurückzuerobern. Hütet euch vor der Rückkehr des Pantheons. Für meinen Bruder war der Angriff auf die Terrasse der Schöpfer keine halbherzige Aktion. Er entsandte eine Legion von Eisenzwerge und einige der mächtigsten Leutnant dorthin. Benutzt das Horn um der Sturmgipfel, um die Irren dabei zu rufen und Lokens Diener zu vernichten. Im Inneren der Hallen der Vormarke im Norden werdet ihr den riesen Eisenfuss finden. Die anderen befinden sich tiefer im Inneren der Terrasse der Schöpfer, jenseits der Treppe im Nordwesten. Lasst euch vom Blitz leiten! Okay, dann spielen wir mal ein bisschen Krieg. Ey, ihr dürft doch mal was tun, Alter! Oh, Junge. Die machen mich fertig. Alter Schwede, ne, das schaffen wir nicht. Achso. Wenn man Feldschock schockt den Gegner mit der schotternden Kraft verursacht, Naturschaden unterbricht. Ja, das würde eigentlich passen, wenn ich das so ein bisschen größer mache. Speichern. Und sie haben... Ah, Eisenschild war doch, die haben gezählt. Jetzt müssen wir nochmal kurz warten, bis ich nicht mehr tot bin. Mama mia.
Das machen wir nicht nochmal. Okay. Die sind, ey, Gott im Himmel, Alter. So. Perfekt. Könnt ihr vielleicht bitte nicht sterben, einfach so? So, die müssen wir uns dann jetzt nicht mehr kümmern. Okay. Singt, meine Brüder.